Lasst uns heute einen dicken, fetten Code unter Welt 5 setzen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kaizo New Super Mario Bros. 2 und heute... Oh, woher? ...werde ich vom Spiel gottlos rausgenommen. Okay. Okay. Heute wollen wir Welt 5 abschließen, Guys. Ganz gut. Das ist mieses... Game Design. Ich hoffe, dass das gut... Ich hätte stehen bleiben müssen. Hätte nicht springen dürfen. So, nicht moven. Nicht moven. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Und Freunde, ich glaube, das... Ich wollte sagen, ich glaube, das war's. Ärgerlich. Kollegen hier zu landen, ja. Schön. Ich lasse mir schön ein mies in den Hintern penetrieren. Ja, und da! Also entweder werde ich jetzt vom Spiel verarscht. Verarscht! Oder ich bin wirklich absolut grottig, wenn es darum geht, Starcoins zu finden. Ja, das ist die dritte, ne? Okay, direkt erst die Idee. Sich umbringen. Oh, was? Heavy Random ist das denn? Let's go! Und diese präzisen Sprünge finde ich eigentlich immer ganz coole Challenges. Geil. Coole Challenges. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was kommt denn jetzt für Sprünge? Aber da ist immerhin direkt Starcoin 1. Aber die steht safe auf einer Röhre, wo Code rauskommt. Mark my word. Da ist sie. Nein, finde ich nicht witzig. Very good. Aktivier. Oh no! Das ist ja chillig, Freunde. Irgendwie lebe ich noch, Bro. Wie viele Pflanzen. Wir arbeiten wieder mit den Gittern. Mag ich. Mag ich. Warte mal, da kann man hoch. Nö. Fünf, nicht sein. Bam. Ich werde jetzt diesen Koopa als erstes killen. Nee, lass mal. Mann, ey. Und ich vermute, wir müssen hier hoch walljumpen. Ja, wann ich das mache und das war's, oder? Das war's. Wenn ihr den nächsten Part sehen wollt und meinem psychischen Zusammenbruch Stück für Stück weiter folgen wollt, ist hier oben die nächste Folge. Friends, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal bei Kaizo New Super Mario Bros. 2.